Hallo zusammen, dies hier ist nun das letzte Video vor der FIBO. Man könnte es ein Road to FIBO nennen, denn heute werde ich die Schultern und den Trizeps nochmal trainieren. Das fehlte noch bei den Road to FIBO Videos, beziehungsweise auch noch eine Konditions-Cardio- und Beineinheit. Aber die werden wohl nicht mehr kommen. Dafür ist es heute vielmehr ein FIBO-Special, denn heute werde ich euch noch mehr aufklären, was ich auf der FIBO mache und mit wem. Zunächst einmal, ich werde auf einem eigenen Stand sein von meiner Firma mit dem Projekt Iron Summit. Der Iron Summit, was ist das? Nun ja, das beantwortet euch jetzt dieser kleine Teaser, während ich mich schon mal aufwärme. Unsere 5 Teilnehmer haben 2 Wochen Zeit, um eine 100 Kilogramm Langhantel von der Startzone in Pokhara, Nepal, zum Annapurna Base Camp hinaufzutragen. Auf über 4200 Höhenmeter führen sie dann die höchste Trainingseinheit der Welt durch. Für dieses Unterfangen darf die Langhantel mit den einzelnen Gewichten taktisch auf alle Teilnehmer verteilt werden. Während der Challenge durchstreifen sie 3 verschiedene Klimazonen und ab 2400 Höhenmeter sinkt der Sauerstoffgehalt spürbar. Die Gefäße verengen sich, die Durchblutung nimmt zu und Flüssigkeit drückt sich in die umliegenden Zellen. Aber nicht nur die Höhe birgt ein Risiko für unsere Teilnehmer. Die Umstellung der Trink- und Mahlzeiten, die hohe Luftfeuchtigkeit und viele weitere unkontrollierbare Elemente. Wie denkst du über die höchste Trainingseinheit der Welt? Würdest du es schaffen? Willkommen zum Iron Summit 2023. Und ich werde auf der FIBO etwas ganz Besonderes für euch haben an diesem Stand, nämlich eine Hypoxiezelle. Das bedeutet, das ist eine Sauerstoffzelle, ein geschlossener Raum. Sieht so ein bisschen aus wie so eine schwedische Sauna, ganz einladend. Aber sobald ihr reinkommt, ist es gar nicht mehr so einladend, denn euch wird der Sauerstoff ausbleiben. Ähnlich wie mir jetzt nach ein paar Aufwärmsätzen, nur dass ihr dort wesentlich weniger Sauerstoff aus der Luft rausbekommt, wenn ihr atmet. Das heißt, irgendwann müsst ihr einfach doppelt so viel atmen. Warum das Ganze? Das simuliert Höhentraining. Das bedeutet, genau das, was wir machen in den Bergen, und ihr habt das schon im Teaser vorher gesehen, werdet ihr dort simuliert bekommen. Ihr könnt da drin trainieren mit einem Gerät von Gym80 und ein paar Kniebeugen machen. Wir haben ein paar tolle Preise von einem unserer Partner Samsung. Da könnt ihr zum Beispiel die Samsung Galaxy Watch Pro 5 gewinnen und damit natürlich alles Mögliche tracken, was wir auch tun werden, um richtig tolle Ergebnisse und Analysen von den körperlichen Leistungen zu bekommen von den ganzen Leuten dort. Das könnt ihr auf der FIBO ausprobieren. Kommt an den Iron Summit Stand und geht einfach mal mit in diese Hypoxiezelle und atmet die Luft aus 4200 Metern ein. Ist ganz interessant, habe ich persönlich, obwohl ich schon öfters, die Kanalfolger werden das wissen, da oben war und in den Bergen diese Höhenluft geschnuppert habe, habe ich das noch nicht einmal gemacht, indem ich nur einen Schritt in diese Kammer gehe und plötzlich bleibt einem die Luft weg. Ist sicherlich ganz interessant. Kommt vorbei, macht den Wettbewerb mit, gewinnt ein paar schöne Preise und wir sehen uns dort. So, jetzt ist gerade noch Aufwärmen angesagt. Ich mache 4 Aufwärmsätze und näher mich langsam dann dem höchsten Gewicht. Meine Aufwärmsätze, meine konkreten für die Übung, ihr kennt meine Aufwärmroutine. Wer nicht, bitte sucht doch mal danach. Gerade für die Schultern ganz wichtig. Aber das Aufwärmen ist für mich immer ein Hinantasten, Reintasten zum Gewicht, das ich dann nehme. Die meisten wärmen sich auf mit 50% des Zielgewichtes danach. Bei mir geht es ab 50% los. Ich habe gerade, ja, sogar ein bisschen mehr, mit 25 Kilo begonnen, jetzt 30, dann kommt nochmal 35 Kilo zum Aufwärmen und danach gehe ich an mein höchstes Gewicht. Ich versuche es mal mit den 40ern, mal sehen, ob das hinhaut. Und ihr seht, wenn ich mit 35 mich nochmal aufwärme, das ist schon ordentlich nah dran. Davon mache ich natürlich nicht so viele Wiederholungen, bis ich nicht mehr kann. Dann wäre es kein Aufwärmsatz, sondern so, dass meine Schultern sich an den Widerstand gewöhnen. Ja, und dann geht's los. Das heißt, wirklich ein Herantasten.
haben geklappt. So, heute gibt es mal kein Training, das ich komplett zeigen werde. Ihr werdet das Training nachvollziehen können. Ich sage euch, wie viele Sätze wir machen. Das hier sind jetzt 4 Arbeitssätze und dann geht es zur nächsten Maschine, die ihr gleich seht. Mit wem werde ich da sein auf der FIBO? Abgesehen von der Hauptattraktion der Hypoxiezelle werdet ihr mich live in Farbe sehen, was wahrscheinlich etwas weniger Leute interessiert. Aber ich werde da unter anderem mit diesen Kandidaten sein. Ja, Paul Unterleitner und Coach Steph werden mit an dem Stand sein. Schaut mal auf deren Instagram-Kanälen, da kündigen sie sicherlich an, zu welchen Zeiten die da sein werden. Und dann könnt ihr die auch an dem Stand treffen. Vor allem aber bin ich natürlich darauf gespannt, wie die sich in Nepal schlagen werden bei dem ultimativen Challenge. Denn das, ganz ehrlich, ist der Challenge, der eigentlich den Deckel auf die Fitness-Challenges setzt. Bei all den Leuten da draußen, die irgendwelche Challenges machen, was kann man noch mehr machen? So, das hat der Gotti nicht etwa falsch gemacht? Gerade bei der Maschine sind Teilwiederholungen essentiell und machen diese Übung so unglaublich effektiv. Und ihr werdet den Brand eures Lebens in den Schultern, und zwar genau in den mittleren Schulterköpfen, spüren, wenn ihr es hier richtig macht. Und richtig heißt tatsächlich, gerne auch nochmal nachwippen. Und wenn es nur ein paar Zentimeter sind, ihr werdet merken, wie das brennt. Deswegen macht das am besten genau so und scheut euch nicht davor, auch mal nur eine 10% Range of Motion zu machen. So, davon mache ich auch 3 Sätze und nehme mir vor, 3x 20 Wiederholungen zu machen. Aber ihr habt gesehen, es sind hinterher nur noch Teilwiederholungen. Das heißt, ich habe vielleicht, wie viel? 12, 13 richtige gemacht und danach werden es nur Teilwiederholungen. Aber ich muss bis zur 20 kommen. Und es kann sein, dass ich gleich nur noch 8, 9 schaffe. Und dann ganz 12 Teilwiederholungen machen muss. Das brennt ordentlich. Das reicht dann schon und dann anschließend geht es zur dritten und letzten Übung über. Und wenn ihr den Iron Summit nicht verpassen wollt, dann geht jetzt schon mal auf den Kanal. In der Infobox findet ihr sofort in der ersten Zeile den Link zu dem Kanal und abonniert ihn. Das ist uns unheimlich wichtig. Wir brauchen so viele Abos wie möglich im Vorfeld. Das ist ähnlich wie eine Party, die ihr organisiert. Umso mehr sich vorher schon committen, umso mehr schon vorher ankündigen, dass sie Interesse haben, desto besser ist das für euch und desto motivierender ist es auch. Das ist ein wahnsinniges Herzensprojekt von uns. Und wenn ihr jetzt an dieser Stelle das Video kurz unterbrecht, auf den Kanal geht und abonniert, dann verpasst ihr A, nicht diese tolle Doku, die da rauskommen wird, eine 6-teilige Dokumentation über dieses Projekt, sondern ihr unterstützt so ein Projekt und wir wissen, ihr wollt es sehen. Also, ich hoffe und rechne eigentlich auch damit, wer auch immer das jetzt sieht. Und wenn das hier ganze 1000 Leute sehen, dann hoffe ich, dass es 1000 Abonnenten sein werden. Bitte, bitte, bitte unterstützt uns. Natürlich könnt ihr es danach wieder deabonnieren, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir etwas echt Tolles für euch zu bieten haben. Also, wer gerne auf YouTube unterwegs ist und sich gerne etwas anguckt, aber auch für diejenigen, die weniger YouTube-Content mögen, sondern gerne Netflix-Content oder Red Bull-Dokumentation oder Naturdokumentation, Reisedokumentation, abonniert den Kanal. Und dann werdet ihr ab Mitte Juni die Dokus dort sehen. Deswegen jetzt an dieser Stelle Infobox, Kanal abonnieren. Lasst mir gerne einen Kommentar da, dass ihr dabei seid. Würde mich sehr freuen, unter diesem Video schon. Und schaut euch auch den Teaser darauf nochmal an. Umso mehr Interaktionen wir darauf haben, desto besser. So, das ist jetzt eine Kombo-Übung. Einziges Ziel dieser Übung ist es, die seitlichen Schulterköpfe nochmal so richtig brennen zu lassen. Auch hier sind Teilwiederholungen drin. Hauptsache, man schafft es irgendwie noch, diesen Übergang hier zu aktivieren. Und das machen wir mit einer Kombinationsübung. Man kann es einen Supersatz nennen.
erst Seitheben. Und zwar das Seitheben, wie ich es bevorzuge, auch natürlich mit Abfälschen, sodass man da schon alles rausholt. Allein das ist schon schwer genug, hart genug. Aber danach ein bisschen die Schultern locken, ein paar Sekunden verschnaufen und dann geht man über mit den gleichen Kurzhanteln nochmal in eine Art Aufwärtsruderbewegung. Davon wird dann nicht mehr viel kommen, weil man auch das gleiche Gewicht benutzt und ihr merkt, selbst wenn ihr da ein bisschen den Bizeps bei habt und eigentlich mehr Kraft haben müsstet, wenn ihr das Seitheben vorher richtig gemacht habt, kann man da nicht mehr so viel rausholen. Aber es brennt nochmal nach. Wer mehr zu dem Iron Summit erfahren möchte, auf diesem Kanal, der lässt es mich bitte jetzt in den Kommentaren wissen. Soll ich auch hier ein bisschen was davon bringen? Ein Blick hinter die Kulissen oder lassen wir das Thema auf dem anderen Kanal? Apropos anderer Kanal, schaut auch mal auf unserer Webseite vorbei. Die ist wirklich wunderschön geworden und schaut mal an, wer das Ganze auch so mit ermöglicht hat. Auch hier gilt es, umso mehr sich dafür interessieren und das kundtun, desto besser. Also teilt die Inhalte gerne, teilt den Teaser, teilt ihn mit euren Freunden, sodass wir alle freudig auf Mitte Juni warten können, bis der erste Teil der Dokumentation kommt. Ab da dann 2 Folgen pro Woche für ganze 3 Wochen, heißt 6 Folgen wird es geben. Ihr seht, ich gehe zum Trizeps über. Dieses Mal ein anderes Trizeps-Training, als ich es davor gemacht habe, aber aufgrund von kompensatorischen Gründen. Ich habe Ellbogenschmerzen entwickelt, weil ich wieder ein bisschen zu viel über Kopf gemacht habe. Hat nicht ganz hingehauen, bin ich nun mal eine empfindliche Natur. Deswegen heute alles wieder mit Ellbogen streng an der Seite. Zunächst einmal mit diesem Griff, danach mit einer Variation des Hammergriffes, Seilgriffes, aber mit unilateraler Bewegung, werdet ihr sehen. Und dann eigentlich nochmal 3 Sätze Dips, dann hat sich das Ganze. Dann sollte ich eigentlich, ja, vielleicht noch ein bisschen Pump für die Fibo haben. Und hier haben wir die unilaterale Bewegung, ihr seht, unabhängig voneinander. Die werde ich ohne Griffe einfach nur an dem Knauf hier nehmen. Und dann haben wir auch was, womit wir die Arme mal einzeln bewegen. Das tun wir natürlich nicht bei der ersten Übung und auch nicht bei Dips, hierbei wenigstens. Davon dann auch nochmal 3 Sätze. Und dann kommt da ordentlich Luft an. We'll be right back.
So, das war die letzte Trainingseinheit. Und jetzt verabschiede ich mich nochmal. Natürlich hört ihr auch in der Zwischenzeit von mir. Denkt dran, schaut euch die Links unten an. Alles zum Iron Summit. Ich hoffe, dass ich erstmalig viele von euch auf der FIBO sehen werde. Und ich hoffe auf euren Support. Aber ich weiß, das tut ihr nicht nur für mich oder für solche Projekte. Das werdet ihr auch für euch selbst tun, denn ich glaube, wir werden dort eine richtig, richtig tolle Doku herzaubern. Also, vergesst nicht, abonniert den Kanal hier, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Abonniert den Iron Summit Kanal. Schaut mal bei Protein Arena vorbei. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Jetzt erstmal, wir sehen uns nun auf der FIBO. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.